Der Speerangriff ist heftig. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, könnten wir sogar verlieren, trinken. Aber wir haben es doch gerade so geschafft. Auch wenn wir ihn nicht so oft treffen, wie es mir gerne lieb ist. Wow. Na komm her. Ja, man merkt, das Schild ist Gold wert. Und der Ring, weil wir ziemlich wenig Blitzschaden nehmen durch seine Elektroattacken. Aber ich würde es trotzdem vorziehen. Au. Da waren wir zu nah dran. Und endlich mal zu treffen. Genau, hier hinten mal kurz heilen. Denn er bleibt da stehen und ballert uns weiter. Und ja, ihr merkt, ich hab langsam keine Flakons mehr. Au. Ja, das war jetzt eine Verzweiflungstat, gebe ich zu. Ja gut, jetzt macht der Flakon sogar noch mehr Sinn. So, schnell an ihn ran. Und ihm zwei Schläge verpassen. Er hat uns wieder erwischt. Ihn gleich wieder anvisieren und uns hinter die Säule verkrümeln, ist eine gute Taktik. So. Und uns wieder aufspießen lassen. Okay. Au, hinter die Säule. So. Letzter Treffer. Und Ornstein ist weg. Seele Ritter Ornstein. Und den Löwenring. Puh. Seht ihr, wir haben noch drei Flakons übrig. Ja, das war der heftige Kampf. Jetzt zeige ich euch mal kurz die... Habe ich euch überhaupt schon die Seelen gezeigt, alle? Ja, ich glaube, die vom Eisengolem habe ich euch gezeigt, das Kernstück. Ritter Seele Ornstein. Die Seele von Ornstein, dem Drachentöter, Ritter und Hüter der verlorenen Kathedrale von Anolondo. Besondere Wesen besitzen besondere Seelen. Fürst Gwyn gewährte diese Seele jenen vier Rittern, denen er am meisten vertraute. Ja. Und zwar haben wir bei diesem Kampf die Wahl, je nachdem, wen wir als letztes töten, kriegen wir seine Seele. Also hätten wir Smaug als zweiten getötet, hätten wir Smaugs Seele bekommen, anstatt Ornsteins Seele. Aber wir haben es trotzdem geschafft, Ornstein zu besiegen. Ja, und wir haben Ornsteins Ring dadurch bekommen, dass wir ihn als letzten besiegt haben. Den Ring bekommen wir nämlich auch nur dann. Und zwar den Löwenring. Einer der Spezialringe, die den vier Rittern Gwyns geschenkt wurde. Der Löwenring gehörte Drachentöter Ornstein. Der Ring verstärkt die Gegenangriffe mit Stichwaffen. Ornsteins Flügelspeer soll sogar einen Felsen in zwei Teile gespalten haben. Naja, dann können wir froh sein, dass wir noch an einem Stück sind. Ja. Und hier haben wir erst einmal Gwyn. Und die Frau aus der Kathedrale nochmal mit der großen Oberweite. Und den nackten Füßen. Okay, er hat auch nackte Füße. Warum auch immer hier alle barfuß rumlaufen müssen. Und hier ist ein leerer Platz. Der gehörte wahrscheinlich seinem Erstgeborenen, dessen Ring wir ja gefunden haben, unten unter der Kathedrale. Mal kurz zeigen den Ring nochmal. Hier genau, so ein Erstgeborener.
Der Erstgeborene für Squin war ein Kriegsgott, aber seine eigene Dummheit führte zum Verlust der Aufzeichnung und zur Aufhebung seines göttlichen Statuses. Heute ist nicht einmal mehr sein Name bekannt. Ja, ich würde mal schätzen, dass das hier sein Platz war, bis er diesen Fehler gemacht hat. Und ja, sie werden von schwarzen Rittern bewacht. Also Statuen von schwarzen Rittern. Gut. Die Königshalle haben wir jetzt gesehen. Und haben sie ziemlich demoliert. Es steht gerade mal noch eine Säule. Das hätten wir aber wahrscheinlich auch noch hingekriegt, die kaputt zu machen, wenn der Kampf etwas angedauert hätte. So, wir sind oben. Und holen uns dort drüben noch mehr Zeug ab. Das hier liegt nämlich nur da, wenn wir Lordwick getötet haben. Das ist sein Rüstungsset. Können wir mal kurz uns ansehen. Oh, das Set von Santos haben wir noch nicht in die Truhe gepackt. Die Rüstung von Lordwick, dem Aufgenommenen, Symbol der Liebe der Göttin Fina. Sie ist umschlungen von den Armen der Göttin, als wolle sie den Träger in ihre Gemeinschaft aufnehmen. Also ja, wenn man sich die Rüstung genau anguckt, ich kann sie ja mal kurz anlegen, dann sieht man es vielleicht besser. Wenn man die Rüstung genau anguckt, sieht das so aus, als hätte sie da vorne Arme, die einen festhalten. Ein bisschen creepy. Zurück zu meiner alten Ritterrüstung, Dankeschön. Und die anderen Rüstungsteile haben, glaube ich, auch noch ein bisschen was über Lordwick zu sagen. Der Helm von Lordwick, dem Aufgenommenen, Symbol der Liebe der Göttin Fina. In seiner Einsamkeit schwor er einem ab, da er sich der Liebe der Göttin gewiss war. Also ja, Lordwick war ein bisschen blind vor, ja, Liebe zu einer Göttin. So, Tong. Einfach mal Flurschaden anrichten. Ornstein und Smaug sind ja nicht mehr da. Das war die Rache dafür, dass ich gegen die beiden kämpfen musste, um hier hochzukommen. So, hier ist nämlich ein Leuchtfeuer. Und hier können wir mal kurz die Seelen verballern. In Kondition. Mehr Ausdauer hätte ich nämlich schon gerne noch ein bisschen. So. Ausrüstung reparieren wäre auch mal nicht schlecht nach dem Kampf. Ja, sieht man, die Ausrüstung hat sehr gelitten. So, und jetzt das restliche Zeug in die bodenlose Kiste einsortieren, bitte. Also einmal das Xanthus-Set. Und das Set der Gunst. So. Und nun wird uns eine Offenbarung gemacht, sozusagen. Sesam, öffne dich. Nämlich eine sehr große Offenbarung. Ja. Wir haben Miss Große Oberweite gefunden und ja. Das ist das Einzige, wo ich sagen kann, an Dark Souls, das hier ist typisch Japan. Also ganz ehrlich. Erstmal ist sie übertrieben groß. Ich meine, wenn man sich ihre kleine Statue anguckt, wie groß müsste dann Gwyn sein? Obwohl Gwyn gar nicht so groß ist. Der ist ein bisschen größer als seine schwarzen Ritter, wie man im Intro gesehen hat. Die kann nicht echt sein, die Frau. Höchstens, es ist seine Ehefrau, aber dann frage ich mich, wo er die her hat. Oh, chosen undead. I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day Father has called it obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. Ja, genau deswegen sind wir hergekommen. Und das Herrschergefäß gibt uns endlich eine schöne Sache. Wir können uns nämlich jetzt teleportieren. Okay, Herrschergefäße halten.
So, wir haben das Lord Vessel bekommen, der wichtigste Gegenstand überhaupt. Dem Auserwählten gewährtes Herrschergefäß. Dieses Herrschergefäß wird dem Auserwählten Untoten überreicht, der Fürst Gwyn beerbt. Dem Auserwählten Untoten wird die Kunst des Teleports zwischen den Leuchtfeuern gewährt. Um die letzte Tür zu öffnen, stelle das Gefäß auf den Feuerbandschrein-Altar und fülle es mit mächtigen Seelen. Okay. Aber sie hat uns noch mehr zu sagen, nehme ich an. Wir sind weit gereist. Ja, wir können erstmal einen Eid bei ihr leisten. Wusch. Und kriegen so den Ring der Sonnenprinzessin. Du hast einen Eid geleistet. Ja, süße Worte, wie sie uns da spricht. Aber wir haben hier einen Ring gekriegt. Das ist übrigens das Einzige, was man bei diesem Eid kriegen kann. Ja, sie hat es gerade gesagt. Also erstmal war da wieder ein Übersetzungsfehler. Sie hat nämlich im Deutschen gesagt, wir sollen Fürst Gwyn folgen. Aber im Englischen sagt sie, wir sollen ihn succeeden, also eigentlich sogar übertreffen. So erfolgreich sein wie er. Und sie meinte, wir müssen das Feuer neu entzünden, weil es sonst nur Finsternis geben wird. Da hat sie auch nicht ganz Unrecht. Aber mal sehen, ob sie noch mehr zu sagen hat. Also ja, Fremd wird uns leiten. Und mehr hat sie uns nicht zu sagen. Ja, danke. Also, wir gehen mit dem Lord Vessel. Und mit ihrem Ring. Wieder ein neuer Ring für uns. So, Ring der Sonnenprinzessin. Dieser Ring wird allen verliehen, die mit Gwynevere, der Tochter von Fürst Gwyn und König der Sonne, ein Bund eingehen. Er verstärkt die Synergie der Wunder. Also eigentlich macht unsere Heilzauber im PvE jetzt im Singleplayer mächtiger. Gwynevere, die Prinzessin des Sonnenlichts, verließ Anor Londo zusammen mit vielen anderen Gottheiten und wurde später die Frau des Flammengottes Flan. Also ja, wir können von diesem Ring davon ausgehen, dass sie nicht echt ist. Vor allem würde ich gern wissen, wer ist die Mutter, wenn sie so groß ist. Das ist nämlich einfach nur übertrieben. So. Wir haben jetzt die Macht, uns zu teleportieren. Auch wenn wir nicht viele Orte ansteuern können. Also erstmal können wir den Feuerbandschrein ansteuern. Den kennen wir ja zu gut. Den Sonnenlichtaltar, der ist unter der Brücke mit dem Drachen. Anor Londo ist da auf der anderen Seite, wo die Feuerhüterin ist. Finstermondgrab ist direkt unter uns, da wo wir den Ring des Erstgeborenen gefunden haben. Tochter des Chaos ist Quilan, also in Quelaks Domäne. Die Tiefen ist die Kanalisation. Gemeinde der Untoten ist bei Andri aus Astora. Und die gemalte Welt kennen wir ja schon vor kurzem. Erstmal ins Finstermondgrab. Weil das klingt ja schon ein bisschen verdächtig, dass wir uns dorthin teleportieren können.